Hey, wie geht's euch heute, Leute? Und willkommen zu einem neuen Part von Giorgio und ich reden über Animes. Und ich dachte mir, dass ich den Rest einfach hochlade, weil ihr gestern so gute Arbeit geleistet habt. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich heute mal ein bisschen längeren Part und deswegen lade ich einfach den Rest hoch. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und ganz genau. Kommen wir zu meinem Top 2. Also da muss ich sagen, Pokémon ist auf jeden Fall meine zweite Lieblings-Anime-Serie. Oder kann man Anime dazu sagen? Ja doch. Ja, Digga, was denn sonst? Real-Life-Film oder was? Nein, Digga, Hentai. Ah, okay. Nein. Die einigen wissen noch gar nicht, was Hentai ist. Lass mal darüber auch noch reden dann, später. Ja. Da will ich auf jeden Fall mal drüber reden. Pokémon, sagst du. Ja, Pokémon, fang du an. Ich muss auch sagen, warum. Eigentlich hätte ich Yu-Gi-Oh! Gesagt. Aber ich sag euch jetzt auch, warum Pokémon. So. Pokémon ist für mich natürlich so eine Lebensphilosophie, weil ich erstens, pass auf, es ist ja nicht nur die Sendung gewesen, es ist auch das Game, was dahinter steckte, ja. Zum Beispiel bei Dragon Ball habe ich auch alle Dragon Ball Budokai, Tenkaichi, bla, bliblub, habe ich auch alle gezockt und das muss ich natürlich auch mit reinziehen, weil ich habe ja auch Sticker gesammelt und so weiter für Dragon Ball und das ziehe ich bei Pokémon auch mit rein. Ich hatte Plüschtiere von Pokémon, Glumanda war mein übelstes Lieblings-Pokémon, zudem auch Glurak. Und da hatte ich auch ein Stickerheft, hatte Pokémon-Karten, hab die Sendung gefeiert, hab gedacht, ich wäre Ash Ketchum, hab mir auch übertrieben diese Pokémon-Bälle gekauft und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du doch diese Pokémon-Bälle, wo so ganz kleine Pokémons dann drin waren? Oh ja, übertrieben. Und ich hab mir immer als Kind gewünscht, dass da wirklich Pokémon so rauskommt. Ich hab mir das so gewünscht als Kind. Und ich hab so davon geträumt, dass das mal wirklich passiert. Allerdings habe ich doch irgendwann dann eingesehen, okay, das ist ein Zeichentrick. Und das passiert nicht. Aber es war schon eine geile Zeit und ich kann mich echt nicht beschweren. Vor allem, wie ich schon erwähnt habe, ich bin nach Hause gekommen und war wirklich wörtlich genommen, richtig süchtig. Ich konnte gar nicht mehr ohne. Ja. Glaubst du mir das? Ja, ich konnte wirklich gar nicht mehr. Ja. Ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Okay, ich muss sagen, Pokémon-Karten habe ich nicht gesammelt. Da habe ich Yu-Gi-Oh!-Karten bevorzugt. Das hat mir mehr Spaß gemacht, weil Pokémon habe ich irgendwie nie so wirklich verstanden. Und das war irgendwie ein bisschen komisch, fand ich. Aber ist ja alles Geschmackssache. Aber diese Pokébälle habe ich mir geholt. Und wirklich, und Pokémon-Spiele. Grandio, immer noch, heute. Ich habe immer noch den DS und spiele Pokémon Y. Ab und zu mal drauf. Pokémon-Spiel, Digga. Erinnerst du dich noch an die goldene Edition? Digga, ich erinnere mich doch, wie ich damals als allererstes die rote Edition gekauft habe, die in meinem ganz normalen, knochigen, was weiß ich, Alter, wie groß war dieser Gameboy? Der war mindestens, ihr müsst es euch so vorstellen, ich nehme jetzt mal hier vier Packen Tempos hier, so ähnlich groß war er. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum habe ich Tempos auf dem Schreibtisch? Freunde, ihr wisst Bescheid. So. So, nein, er war echt mega extrem groß und das war ein übelster Knochen, da musste man immer vier A-Batterien reintun. Und Alter, das war nicht mehr normal, Alter. Ich weiß es doch, wie ich dann mit der... Guck mal, ihr hattet ja alle noch Luxus. Ihr hattet ein beleuchtetes Display. Ich musste immer eine Lampe haben, Alter. Musste da irgendwie gucken, dass ich heimlich spielen konnte am Nachttisch, Alter. Digga, dazu habe ich eine kleine Story zu erzählen. Ja. Und zwar einmal, ne, ich war wirklich guter Pokémon-Trainer als kleines Kind, vor allem für ein kleines Kind war ich relativ gut, ne? Ja. Und ich hatte richtig, meine Pokémon waren auf 80, 90 aufgelevelt, ne? Mhm. Und kanntest du noch bei Pokémon Gold diesen Kopier-Glitch, also wo man die Pokémon kopiert? Ja, ja. Und weißt du, was passiert ist? Und zwar habe ich aus Spaß mal eines Abends, ne? Ich war noch, ich glaube, 9 Jahre alt oder so. Dann saß ich da abends und dann habe ich gesagt, okay, ich verdoppel meinen Glurak aus Spaß, ne? Und dann habe ich aus Spaß mal, also nachdem ich das gemacht habe, alle Pokémon gelöscht. Okay. Aus Spaß. Ich dachte mir, ich speichere einfach nicht und kann dann wieder einfach aus und anmachen. Weiß nicht wieso, ne? Ich wollte einfach mal machen, ne? Ich habe nicht vorher nachgedacht oder so. Und dann habe ich diesen Glitch wieder angewendet. Und wenn man diesen Glitch anwendet, dann muss man das Spiel speichern. Und das hat dann automatisch gespeichert. Und dann, ich guck so, es speichert gerade. Es ist bei der Hälfte. Ich mach sofort den Gameboy aus. Sofort den Gameboy ausgemacht. Nach ein paar Sekunden, sofort wieder Augen. Ich gucke, oh mein Gott, meine Pokémon sind weg. Ich habe angefangen zu weinen, ne? Bin zu meinen Eltern gelaufen, ne? Und hab sie gefragt, ob ich noch ein paar Minuten wach bleiben kann, um wieder aufzuleveln. Um neue Spiele anzufangen, habe ich neue Spiele angefangen und dann gibt's ja auch nicht nur Pokémon Gold und so, war natürlich eine richtig geile Zeit, aber dann also gibt's auch so... Hast du mit Pokémon Gold angefangen? Ja, ja. Okay. Wahrscheinlich, weil du jünger bist oder so, aber ich habe Pokémon jünger, Gold... genau, ich bin jünger. Nee, weil du jünger... Nein, also, guck mal, das Ding ist, ich habe ja auch die ganze Konsolenrevolution mitbekommen und deswegen ist es einfach, ich habe natürlich alles... Ich bin ja auch 5 Jahre älter als Danny, muss man dazu auch sagen. Ja. Sehr interessant, erzähl mir bitte mehr. Kleiner Spaß. Und was noch richtig geil war, war nicht nur Pokémon Gold, sondern auch Pokémon Mystery Dungeon. Kennst du das? Nein. Nein? Schade, Alter. Schade, Alter. Und zwar ist es so, dass das spielst du die Pokémon, weißt du? Ja. Das spielst du die Pokémon und gehst durch Dungeons. Sowas ähnliches wie Zelda nicht, keine Ahnung. Aber da gehst du auf jeden Fall durch Dungeons.
Und du bist die Pokémon, weißt du meine? Okay. Das ist, Digga, das hat mich auch ziemlich geprägt. Das habe ich mal zu Weihnachten bekommen. Ich war so süchtig nach diesem Spiel, ich konnte gar nicht mehr aufhören. Und ja, das war wirklich geil. Aber ich finde wirklich, das Spiel und die Sendung Pokémon war am allerbesten. Und ich muss auch sagen, mit der Zeit... Nach Dragon Ball. Ja, nach Dragon Ball, ja klar. Aber ich muss auch sagen, mit der Zeit sind die Pokémon immer hässlicher geworden. Mir kommt so vor, als wäre es einfallslos. Zum Beispiel Rattan war eine Schlange, Despota, oh gut, das kam dann auch später, weiß nicht. Ja, aber, Digga, aber du musst ja auch mal so sehen. Die Leute wollen immer Abwechslung. Aber was sollen die auch nachher malen? Was sollen die noch für Pokémons bringen? Guck mal, wie viele gibt es jetzt schon? Bestimmt schon 2.000, 3.000, Alter. So nee, 600 oder so. 600, 700. Ja, Digga, siehst du, aber das ist doch unnormal viel. Was sollen schon. Die denn machen? Ja, du hast schon recht. Ich hab gesehen, es gibt einen Schlüsselbund oder so als Pokémon bei Pokémon Y, Alter. Muss man da reinziehen. Ich glaube, das müssen die machen, weil was anderes geht gar nicht mehr. Ich meine, es gibt schon so viele Vogel-Pokémon, wie zum Beispiel Taubsi oder so und so weiter und so fort. Aber damals fand ich es noch richtig geil, dass die Pokémon auch so Tiere dargestellt haben, weißt du? Ja, klar. Wie gesagt, aber damals gab es ja nur 150 Stück mit Mew 151. Ja. Und ja, das war, fand ich auch schon besser. Ah, Pokémon-Filme gab es ja auch noch. Genau, die kommen auch noch dazu. Kann es noch diesen Pokémon-Film, wo... Digga, weißt du noch, wenn man in Kino gegangen ist, man hat eine Karte bekommen? Pokémon so im Kino? Karte. Hä? Pokémon im Kino? Ja, Pokémon Kino. Ernsthaft? Ja, hab ich. Vielleicht ist es auch schon zu lange her, ich weiß es nicht. Ja, ist auf zu jeden lang Fall, her. Damals bin ich mit einem Kollegen, David hieß der, bin ich mit ins Kino gegangen, also jedes Mal, wenn ein neuer Pokémon-Film kam. Und dann hat man immer, wenn man so die ersten paar Leute waren, also ich glaube in der ersten Woche, hat man dann immer eine Pokémon-Karte bekommen, die selten war. Und die nur limitiert war. Ich hatte, glaube ich, Mewtwo bekommen dadurch und so richtig besondere Karten. Das war richtig geil, Alter. Es gab ja auch immer so ein Heft früher, Alter. Und da konnte man ja auch immer so Pokémon-Karten rausbekommen. Hast du gesammelt, Digga? Ja. Echt jetzt? Ja. Okay, krass. Ich habe auch nachher meine Pokémon-Karte meiner Schwester geschenkt. Und ich glaube, die hat die immer noch. Echt? Ja. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, das war's immer zu Pokémon, oder? Was sagst du? Ja, ne, das reicht auf jeden Fall. Das reicht auf jeden Fall. Und was war denn dein drittliebster Anime? Definitiv Yu-Gi-Oh! Ja, fand ich auch. Also definitiv. Also Yu-Gi-Oh! Ist auch schon fast mein zweitlieblings gewesen, weil damit, das habe ich ziemlich ernst genommen. Yu-Gi-Oh! Habe ich übelst ernst genommen, weil damit, ich habe übertrieben Karten gesammelt. Ja, so übertrieben und bin damit auf Turnieren gegangen, Digga. Ich auch. Digga, auf Turnieren bin ich abgegangen. Ich auch. Ich bin, pass mal auf, das muss ich mal da reinziehen. Ich war 13 vielleicht oder so und bin hier nach Köln auf ein Turnier gegangen, wo 500 Leute waren und bin Platz 11 oder 13. geworden. Alter, ich bin übelst abgegangen damit. Ich muss sagen, ich war eigentlich nie so gut. Also gut, wir spielen ja ab und zu mal so Yu-Gi-Oh! Machen wir vielleicht dann auch auf unseren zweiten Kanal, ne? Ja, auf jeden Fall. Auch noch auf jeden Fall. Da gibt es nämlich so richtig geile Yu-Gi-Oh! Spiele, die man online spielen kann. Werdet ihr alles noch sehen. Also freut euch auf jeden Fall drauf, ja, dass wir uns mal wieder battlen. Auf jeden Fall. Yu-Gi-Oh! War es so, ich habe Karten gesammelt, aber wie ein Verrückter. Digga, ich habe mir diese Booster-Packs geholt. Damals war ich noch ein armer Schlucker und habe mir trotzdem immer 5 Euro statt für Essen, Alter, habe ich mir ein Pack geholt. Da waren meistens scheiß Karten drin, weil das eigentlich voll die Verarsche ist. Zu einem ganz geringen Prozentsatz irgendwie findest du eine gute Karte. Ja, das ist so wie heute mit FIFA-Points, ja, Alter. Genau. Und man macht es immer und immer wieder. Und es war übel süchtig, Alter. Oh, ich habe zu Geburtstag immer so Decks gewünscht und Booster-Packs und was weiß ich alles, Alter. Vor allem in diesen Decks, kennst du diese Decks für 15 Euro oder für 10 Euro oder so, wo 60 Karten, Digga, oder 40 Karten sind da drin. Digga, diese Decks sind so schlecht, ne? Diese Karten die waren schon übel schlecht, aber waren ja auch Starter-Decks und deswegen, damit kannst du auf jeden Fall aufbauen. Ja, genau. Da waren schon 2, 3 brauchbare Karten immer dabei. Ja, aber als wäre das nicht schon genug, das mit den Yu-Gi-Oh! Karten, die Serie. Boah, Gott, Alter. Hat die mich gepackt, Alter. Alter, hat war das gepackt. Geil, ey. Digga, die Serie hat mich extrem gepackt, Alter. Ja. Ich meine, als, ich fand eigentlich, zum Beispiel die Folgen mit Marek gab es ja, kennst du den noch, den krassen Typen, Alter, diesen kranken, Alter, dann diesen Bakuda, dann Seto Kaiba und die ganzen, Joey, Alter. Und das Heftigste, ohne Scheiß, zum einen fand ich das richtig heftig, wo Yugi gegen Pegasus und diese ganzen Sachen dort, diese, es gab, ja genau, ich hab die Namen schon alle vergessen. Und was ich doch übel heftig fand, war, mit diesem Kreis, oh Gott, ich versuch's dir jetzt einfach mal zu erklären, und zwar, wenn jemand verloren hat, dann umkreist einen dieser Kreis und das ist so ein Stern im Kreis, so ein, erinnerst du dich noch daran? Und dann sag mir schon, kommst du in so eine Welt, wo alles schwarz ist. Ich glaube, das ist, glaube ich, vom Pegasus das Opfer. Ja, kann sein. Auf jeden Fall, da habe ich immer so mitgefiebert. Ich wollte nicht, dass dieser Yugi verliert. Oh Gott, ich war fertig, Alter. Ich glaube, sogar einmal hat er verloren oder aufgegeben und Digga, ich
Das war auf jeden Fall extrem geil. Und Digga, eine der besten Folgen war die mit dem Slifer, der Himmelsdrache, Alter. Kannst du dich daran erinnern? Wo er gegen Marty gekämpft hat? Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Auf jeden Fall hatte er Slifer. Ne, ich glaube, der hat gegen Seto Kaiba. Da hat Seto Kaiba Obelisk der Peiniger ausgeholt und er hat Slifer rausgeballert. Der hat gewonnen, Alter. Eigentlich. Wer hat gewonnen eigentlich? Yugi. Echt? Ja. Okay, ja, Slifer ist ja auch, eigentlich waren die gleich stark immer so, aber... Ja, ich finde, Slifer ist definitiv die bessere Wahl, wenn er später reinkommt. Aber wenn Obelisk der Peiniger früher reinkommt und Slifer kommt früher rein, dann ist Obelisk auf jeden Fall stärker. Warte, wie funktioniert die Slifer-Effekt nochmal? Ich glaube, irgendwie mit Karten auf deiner Hand oder genau, auf dem Friedhof. Pro Karte auf deiner Hand bekommst du 1000 Angriffs. Ja, genau, so war das. Ja. Ganz genau, auf jeden Fall Karten, seht ihr, alles geil, auf jeden Fall einen Wert auf jeden Fall reinzuziehen. Aber, Digga, ich fand, um ehrlich zu sein, das ist natürlich Geschmackssache jetzt, aber kennst du noch die Folgen mit nicht Yugi, sondern Yu-Gi-Oh! XD heißt das, glaube ich, oder? Hab ich nicht mehr geguckt. Echt nicht? Nein. War auch extrem geil mit seinen Elementarhelden und das habe ich auch noch abgefeiert und mit dieser Schule da. Ich meine, ich habe Elementarhelden und so auch gesammelt, das weiß ich auch noch, aber ich habe diese Serie nicht mehr geguckt. Okay. Ja. Aber was ich dann nicht mehr so toll fand, da habe ich dann auch keine Lust mehr gehabt zu gucken. War das nächste Yu-Gi-Oh! Das war dann irgendwie Pokémon Yu-Gi-Oh! Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Digga. Aber da gab es auf jeden Fall noch einen Yu-Gi-Oh! Mit so noch anderen Charakteren. Voll komisch, Alter. Richtig komisch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gab es auch Yu-Gi-Oh! Glaube ich im Kino, ne? Echt? Ich glaube schon. Ja, ich habe einen Yu-Gi-Oh! Kinofilm gesehen. Ja, das kann sein. Das mag sein. Gut, ich denke, das war's mal zu Yu-Gi-Oh! Ja. Oder hast du noch irgendwas zu sagen dazu? Nö, eigentlich nicht. Also Yu-Gi-Oh!, wie gesagt, es war echt übertrieben. Es war auch ein richtiger... Ja, wie soll ich sagen? Man hat es ausgelebt, was in den Serien kam. Das hat man auch einfach... Man konnte es auch ausleben dadurch, dass es diese Karten gab. Weil das war ja der Hauptaugenmerk von dieser Serie. Ja, was mich aber auch irgendwie wundert, wieso haben wir eigentlich dieselben Interessen, Digga? Ich meine, bis 1 bis 3, muss ich sagen, kann ich dir zustimmen. Also finde ich auch eigentlich so. Ja. Bis jetzt stimmt das alles so. Ich bin gespannt, was dein vierter Lieblingsanime ist. So, jetzt kommt eigentlich einer, wo ich echt auch übertrieben sagen muss, habe ich übertrieben gefeiert, das war Digimon. Ja, kann ich auch. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Boah, Alter, das ist einfach so ein Feeling. Allein die Musik, Alter, die erste Staffel. Ja. Digimon. Digga, Alter, wo das rauskam. Ich hab das mit meiner kleinen Schwester verfolgt. Und, was heißt kleine Schwester? Die ist 2 Jahre jünger als ich. Und wir haben das übertrieben gefeiert. Und dann gab's auch davon so Figuren. Und meine Eltern haben sich daran wirklich arm gekauft. Weil wir die übertrieben gefeiert haben, diese Figuren. Und, ach, die Musik, Alter. Ich finde. Digimon ist eine der geilsten Serien mit von der Musik her. Ja, Alter, die Musik. Digga, wenn ich Digimon... Auch wenn die digitiert sind, Digga, die Musik. Boah, ich hatte so Gänsehaut. Digga. Vor allem, kennst du diesen Sound? Ich kann den jetzt nicht nachmachen, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Oh Gott, der Sound war wirklich genial. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel noch Digimon... was muss man eingeben? Digimon... Lebt dein Traum. Lebt dein Traum oder so. Oder die ersten Theme-Songs kann man eingeben. Dann findet man echt... Alter, ich würde mir das heute noch anhören, Alter. Ja, auch immer dieses, noch. Wir werden Sieger sein, wir haben's drauf, wir gehen durch dick und dünn, wir geben... Ach, Alter, ihr müsst es euch einfach reinziehen, das sind die geilsten Songs, Mann. Einfach mal wieder anhören und dann kommen echt Erinnerungen hoch. Und, übelst Gänsehaut kriege ich davon, Digga, übelste Gänsehaut. Ich auch. Die also, aber ich fand, so, ich glaube, die ersten Staffeln waren immer die besten. Ja. Und dann... irgendwie hat mir das nicht mehr so gefallen. Irgendwann, auch wo die Hauptcharakter gefehlt haben, wo dann auf einmal ganz neue kamen und ich weiß es nicht, das fehlt mir dann irgendwie immer. Mir fehlen diese Hauptcharaktere und man merkt einfach, dass es dann ein Massenprodukt wird. Die merken dann, die machen die erste Staffel so richtig episch und sagen sich, okay, alles klar, mal gucken, wie es ankommt. Mhm. Und dann kommt es übelst an, dann machen die zweite auch episch, die dritte vielleicht auch noch, aber ab der vierten sagen die sich, okay, jetzt geben wir uns nicht mehr so viel Mühe, können wir auch gar nicht, weil wir unter Zeitdruck sind. Digga, ja? Man kann die gar nicht eigentlich verurteilen, weil, guck mal, die Geld verändert einen einfach und wenn die merken, die machen Geld damit, dann machen die das einfach so, weißt du? Ja, klar. Ich will die auch gar nicht verurteilen. Ich sage ja, die ersten Staffeln waren super und die Musik davon, Alter, ohne Spaß. Wenn ich an Digimon denke, geilste Musik ever, die es überhaupt nur gibt. Also auch Dragon Ball kann er nicht mithalten oder die anderen Serien. Diese Sounds, was, Alter, diese... Da kommt schon wieder übelstes Feeling bei mir. Auch das Spiel für die PlayStation 1, Digimon, vielleicht werde ich das auch let's playen. Das war so ultimativ. Klar, die Grafik, ey, da kannst du auf dem Toaster zocken, hast du eine bessere Grafik. Aber dieses Feeling dahinter, Alter, Bombe. Gab es von Digimon eigentlich auch Karten? Ja, Digga, gab es. Ja. Aber? Ich glaube, ich hatte auch sogar welche. Das waren dann aber so, das konnte man damit vergleichen mit, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Kennst du noch dieses Spiel, wenn man zum Beispiel jetzt,
Flugzeuge, sagen wir jetzt mal Flugzeuge, und dann sagst du, ja, mein Flugzeug hat so und so viel mehr PS und so, bla bla bla. So war das, glaube ich, auch damals mit Digimon-Karten. Ja, stimmt. Nee, Digimon-Karten habe ich noch nie gespielt, deswegen frage ich gerade, ob es die gab. Doch, ich hatte das auch. Ich hatte eigentlich immer für alles, wo es Karten gab, hatte ich auch Karten, ne. Echt? Ja. Ich war schon immer übelst der Süchtige, Alter. Ja. Und, ja, ganz genau. Ganz genau. So, aber wie gesagt, also über Digimon kann man sagen, geile Story, geiler Soundtrack und einfach mega Feeling. Auch Gänsehaut pur, vor allem, was ich richtig geil fand, die Stimme von Agumon. Oh, die Stimme Mann, von Agumon war mein Lieblings-Digimon. Und als er, ja, das war bei den meisten so, weil, guck mal, Sangoku ist auch mein Lieblings-Charakter. Und Vegeta ist auch mein Lieblings, so Sangoku und Vegeta. Ne, Vegeta war nur bei mir. Ja, Vegeta ist ziemlich geil. Ja. Aber egal, auf jeden Fall, Agumon, ich erinnere mich nur ganz genau an den Moment, als sich Agumon entwickelt hat, die epische Musik kam und dann, hier, wie heißt die Weiterentwicklung von Agumon? Draymond und dann er gesprochen hat mit seiner Stimme. Ja, klar, oh, war das ein Feeling. Alter, das war so Hammer. Das war, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge wurde zu Greymon, weil die attackiert wurden da, ich glaube, an diesem Strand, wo diese ganzen Telefonzellen waren. Alter, ich kann mich daran erinnern, als ob es gestern war, Alter. Übel. Einfach übel. Ja, übel krass. Ja. Gut, das war's immer zu Digimon. Ich finde, dazu kann man jetzt nicht so viel sagen, außer dass wirklich einfach alles geil war. Ja, das Ding ist ja, wenn man von oben nach unten geht, klar hat man da nicht so viel zu sagen, weil die ersten drei sind eigentlich immer so, ja, die ersten drei sind halt die am meisten geprägt haben. Und bei der 5 musste ich schon länger überlegen. Und das haben wir auch eben angesprochen, das war bei mir One Piece. Also 5 ist bei mir auf jeden Fall One Piece. Auch wenn manche das viel höher einstufen, aber ich bin halt viel zu spät reingekommen. Und ich finde One Piece auch richtig geil, richtig feierbar. Aber wie gesagt, ich bin halt definitiv zu spät da reingekommen. Digga, ich muss ehrlich gestehen, ich mag One Piece. Ja. Aber um es auf Platz 5 zu setzen... Ich bin dir ganz ehrlich, ne, One Piece ist eine übel geile Serie, ich werde sie auch nochmal anschauen, wenn ich Zeit habe, es dauert eine Zeit lang, ne? Ja. Allerdings habe ich mir One Piece nicht so übel reingezogen. Ein paar Leute werden mich jetzt... Was ist denn bei dir Platz 5? Ich würde sogar schon sagen, auch wenn du es vielleicht nicht glaubst und es vielleicht bei vielen Leuten nicht so ankommt... Sailor Moon? Nee. Aber sowas wie, warte, ich überlege gerade, entweder Detektiv Conan sogar, weil habe ich mir immer damals gedacht. Vor allem, ich kann mich noch ganz genau an den Moment erinnern, als bei Detektiv Conan, ne, irgendwas war da mit einem Bild, ne, so ein richtig berühmtes Bild, das kann ich auch nicht so. Und dann habe ich das nachgegoogelt und das hieß genauso wie bei Detektiv Conan. Also da konnte man auch wirklich was von lernen und die Sachen, die da passiert sind, die stimmen auch. Also zum Beispiel dieses Bild, das gab es wirklich, habe ich nachgegoogelt, das war ein richtig bekanntes Bild. Okay. Und ich habe mir das wirklich immer reingezogen, vor allem habe ich immer mitgefiebert, als er wirklich, er war neben seiner Traumfrau, sie hat ihn die ganze Zeit gesucht, aber er war eigentlich nur die ganze Zeit neben ihr und ja, es war schon wirklich extrem krass. Ja, die Detektiv Conan habe ich gar nicht so geguckt. Nein? Nein. Ja, eigentlich extrem schade. Ich fand das extrem... Ich habe Chin Chan geguckt, der war cool. Ja, den habe ich auch ab und zu mal, da gab es noch Kickers und sowas, gab es auch noch. Kickers, übelst geil, ja. Aber fand ich jetzt nicht so feierbar. Also ich schon, aber nee, ich ganz ehrlich, hättest du das jetzt nicht erwähnt, dann hätte ich das schon vergessen. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Und ja, das war unsere Meinung zu Animes. War ein ziemlich langes Video mal wieder. Ja, wird ja in Parts unterteilt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, Jojo, dass du mitgemacht hast. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von solchen Commentaries sehen wollt. Und wenn ihr Animes liebt, genauso wie wir. Und schreibt in die Kommentare, welche Animes eure Lieblingsanimes sind. Und diskutiert mit uns mit, was ist eure Top 5. Schreibt es in die Kommentare. Und dann sage ich nur noch 3. Ich überlasse die Schlusswort. Ja, ich sag dann auch nur 3. 2. 1. Ciao.